Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video einer Glossy Box, und zwar die Box vom März 2015, die das Thema Fresh and Fruity hatte. War jetzt eine Edition, die mich besonders angesprochen hat, weil dieses Peeling drin war und dieser Lot & Berry Lipstick, also das wusste man schon von Facebook und YouTube. Deswegen habe ich mich entrungen, diese Box zu nehmen, und ich hatte auch einen kleinen Rabattschein, sodass ich nur 12,75 € für die Box statt 15 € zahlen musste. Dann ist diesmal eben, es ist aber nicht meine allererste Box, also ich hatte schon mal vor anderthalb Jahren eine Glossy Box, da war die Verpackung ein bisschen anders, aber ich finde die jetzt auch sehr schön, und da gab es auch noch nicht dieses Heftchen hier dazu, sondern da war es so ein ganz normaler Zettel wie von der Pink Box. Was ich aber jetzt im Vergleich zur Pink Box hier übelst cool finde, dass man halt viel mehr Warenwert drin hat für den Preis, den man zahlt. Das sage ich dann zum Schluss nochmal, wie viel alles zusammen kostet. Und eben, dass drei Produkte, also die zwei erwähnten, sind in jeder Box drin und dieser Blush. Und dann aber die anderen Produkte wechseln. Also Goodies sind auch bei jedem gleich. Das ist diese Luvus-Maske und die Leseprobe. Aber hier die beiden Produkte, die wechseln dann bei anderen. Manche haben da nicht dieses Volumen-Mousse drin. Die haben dann stattdessen ein Aventamalwasser drin. Finde ich auch sehr schön. Kostet natürlich jetzt nicht so viel wie mein Volumen-Mousse, weil es, glaube ich, nur 50 Milliliter waren. Und bei einer ganz anderen Box fehlen die beiden Produkte, meine beiden, die ich drin habe. Und dafür ist, lasst mich überlegen, eine Augencreme von Hyaluron drin. Über die hätte ich mich auch wahnsinnig gefreut. Aber dazu gab es dann nur eine Nagelfeile, die hätte mich wieder nicht so begeistert. Von daher bin ich eigentlich mit meiner Zusammenstellung am zufriedensten und freue mich wahnsinnig. Und ich finde das Konzept jetzt eben so, dass eben doch ein bisschen Überraschung bleibt. Jeder weiß nicht so genau, welche Zusammenstellung er kriegt. Finde ich viel cooler als eben jetzt bei der Pinkbox. Da weiß man ja meist, was man kriegt, so an Produkten schon. Also es ist nicht mehr so viel Überraschung. Finde ich auf jeden Fall, hier ist der Überraschungseffekt größer. Und jetzt fangen wir einfach gleich mal an. Genug geredet. Und zwar mit diesem Naobei Moisturizing Peeling. Das ist Natural and Organic und auch Eco-Zert-Bio-Zertifiziert. Ist made in Spain. Enthalten sind 100 ml, eine Originalverpackung, die 16,35 Euro kosten würde. Ist halt, also enthalten sind Rhodocola, also ist eine Heilpflanze, dann Olivenöl, Shea-Butter, Mandel. Öl, klingt schon alles sehr schön. Dann finde ich es auch cool bei der Verpackung, dass hier so ein Holzverschluss dran ist. Da habe ich dann noch gleich mal auf der Homepage geschaut, warum. Und zwar ist dieser Holzverschluss recycelt. Also es wäre eigentlich ein Holzstück, was in den Abfall landen würde bei der Industrie. Und Naobei verwendet das, also kauft diese Reste auf und macht sie dann zu so schönen Verschlüssen für diesen Tuben. Finde ich total klasse. Dafür einen Daumen hoch, und da freue ich mich jetzt umso mehr noch, dieses Peeling fürs Gesicht zu verwenden. Dann das nächste Produkt ist, wie erwähnt schon, der Lot & Berry Lipstick Pencil. Und zwar sind das 8 Gramm hier, die 20 Euro kosten würden. Ist die Farbe Sherry, also ich glaube, jeder hat in seiner Box auch Sherry, es gab keine anderen Farbtöne. Ist aber auch ein schönes Kirschrot. Habe ich jetzt noch nicht geswatcht. Vielleicht, falls ich ihn vielleicht verschenken werde. Deswegen lasse ich mir den noch so ein bisschen. Hier steht jetzt, man soll ihn eben gerade auf trockene und fettfreie Lippen auftragen. Eventuell noch mit Konturstift. Und man kann es auch noch als Creme Rouge verwenden, wenn gerade mal kein Wangenrot zur Hand ist. Steht hier ganz süß. Also finde ich auch klasse, ist auch eine Marke, die ich gar nicht kenne. Aber ich finde es auf jeden Fall süß, dass sie mal so einen Lippenstift in so eine andere Verpackung zwingen, also als Pencil, finde ich voll süß. Und dann das dritte Produkt, was sie da drin hatte, war der For Look Blush Natural. Die Marke kommt aus Düsseldorf, wie hier drauf steht. Mehr weiß man leider nicht davon, auch andere Blogger wussten nichts mehr mit dieser Marke, anzufangen. Hinten fehlt auch komplette Beschreibung über Inhaltsstoffe, steht gar nichts drauf, nicht mal welcher Farbton es ist. Es ist jetzt natürlich ein schöner Roséton, der gefällt mir sehr, den kann ich auch bei meiner hellen Haut gut verwenden. Es sind 4 Gramm enthalten, die 6,90 Euro kosten würden. So gesehen ein schönes Produkt. Ich habe zwar genug Blush, aber ist okay. Aber ich finde es blöd, dass da so wenig, also fast gar nichts draufsteht. Also es macht irgendwie das Produkt dann so ein bisschen mysteriös oder so ein bisschen, naja, was wird da wohl drin stecken? Aber egal. Auf jeden Fall war dann mein nächstes Produkt von Tease. Die Marke kenne ich auch nicht.
Ist auf jeden Fall eine süße Verpackung, so schön nostalgisch hier. Gefällt mir sehr gut. Ist jetzt die Farbe 11, Gatsi. Das heißt, was hieß denn das? Mutig, genau. Ist jetzt ein schöner, wie nennen sie es, ein schönes Kokosnussbraun. Habe ich jetzt noch nicht aufgemacht, falls ich ihn auch verschenken will. Aber ich glaube, den werde ich doch wirklich irgendwann benutzen, wenn meine mal alle sind. Denn die Farbe gefällt mir. Also die Verpackung ist schön. Der Stift würde allein 12,50 Euro kosten. Also es wäre ein teures Geschenk, wenn ich es verschenken würde. Und es spricht mich einfach an und ich bin auch froh, dass ich die Farbe habe, weil es hätte sonst dunkelgrün drin sein können oder hellgrau. Also dunkelgrün hätte mir zwar auch noch gefallen, aber mit einem Braunton macht man echt nichts falsch. Da kann man fast jedes Make-up schön, Augen-Make-up schön vollenden, finde ich. Und dann mein letztes Produkt war von Sexy Hair. Organics, ein Volumenmousse, 150 Milliliter sind enthalten, die im Laden 24,95 kosten würde, also das teuerste Produkt hier, glaube ich. Auf jeden Fall ist hier sehr cool, was an Inhaltsstoffen drin sind. 83% organische Inhaltsstoffe, die extra viel Feuchtigkeit spenden sollen. Darunter Yoji, Beeren, Soja, Arganöl, Kakao. Hier steht jetzt noch Aloe Vera Saft, Avocado-Extrakt und Sonnenblumenöl. Dann ist es sulfatfrei, petroleumfrei, parabenfrei, keine Farbzusätze, besteht aus zu 25% aus recyceltem Material, finde ich auch klasse. Von der Haarwurzel bis zur Spitze hin auf das feuchte Haar soll man es auftragen und anschließend die Haare föhnen. Hier bei dem Beipackzettel steht auch, dass man es auch auf das trockene Haar anwenden kann und dann halt danach stylen. Freue ich mich sehr, wie es so ankommt mit meinen Haaren. Ich habe ja auch so leichte Locken. Ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich es aus recyceltem Material hergestellt. Wahrscheinlich ist deswegen auch etwas ausgelaufen bei meinem Produkt. Es hat zum Glück den Rest der Produkte nicht irgendwie nass gemacht oder beschädigt. Nur meine Box ist ein bisschen nass geworden. Ich habe auch schon Glossybox angeschrieben. Mal sehen, was die sagen, ob ich ein Ersatzprodukt bekomme. Aber sonst, es war wahrscheinlich nicht richtig zugedreht oder es darf echt nicht liegen, weil ich habe es dann einfach hingestellt und wenn es steht, läuft es nicht aus. Es ist wahrscheinlich, weil es gelegen hat, war es irgendwie nicht gut. Aber mal sehen, wie sich Glossybox da meldet. Letztendlich bin ich sehr begeistert auch von diesem Produkt und halt, man merkt schon, es geht viel alles immer in die organische Richtung und recycelt, was ich klasse finde, weil heutzutage ist wirklich so viel Müll da. Finde ich es klasse, dass es Organisationen gibt oder Firmen, die sich darüber einen Kopf machen und dann halt ihre Produkte mit recyceltem Material anbieten. Als Goodie dabei war eben, wie schon gesagt, von Luvus Naturkosmetik die Hydromaske, belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit mit Algenmeerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. 2x7,5 Milliliter sind drin. Die habe ich nämlich schon. Ich weiß nämlich auch den Preis, 1,25 Euro, weil sie in der Holly-Box drin war von Pinkbox. Aber von Luvus bin ich so begeistert, da freue ich mich echt über dieses Goodie wahnsinnig. Und dann eben das letzte war die kleine Leseprobe von dem Buch Das Jahr, in dem ich dich traf. Da wollen sie wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Pinkbox rankommen, weil bei der Pinkbox ist ja immer ein ganzes Magazin gratis dazu. Finde ich jetzt, hätte nicht sein müssen, werde ich mir vielleicht gar nicht durchlesen. Sowas landet bei mir meistens im Müll. Aber es ist ein schönes kleines Goodie. Vielleicht kann man es doch mal lesen auf der Toilette oder wenn man irgendwo unterwegs ist und man hat nichts anderes zur Hand. Aber letztendlich hätte ich mich jetzt hier bei dieser Glossybox mehr über eine Duftprobe oder so gefreut. Das fände ich cool. Trotz alledem haben wir einen Gesamtpreis ohne die Proben von 80,70 Euro mit, also Proben sei schon, also mit den Goodies wären es dann rund 82 Euro. Also habe ich 70 Euro gespart. Das ist schon mal ein Wahnsinn. Also es ist eine Wahnsinnssumme. Es sind alles Produkte, bis auf Luvus, aber das ist ja das Goodie. Sind es Produkte, die ich nicht kenne. Also die Marken kenne ich nicht. Also hätte ich mir auch sonst nie gekauft. Deshalb finde ich das klasse. Man kann mal sich so einen kleinen Überblick verschaffen über Marken, an die man sonst nicht rankommt. Weil man hat ja auch gesehen, manche sind in Spanien und Italien hergestellt. Also von Italien kommt der Lord & Barry Lipstick. Und also die Zusammenstellung finde ich klasse, ich habe viel mehr Gewinn und
Drei Kosmetikprodukte, okay. Man hätte jetzt vielleicht noch eins mehr zur Pflege machen können. Also vielleicht diesen Tease-Eye-Pencil hätte ich jetzt getauscht gegen das Avène-Wasser oder die Augencreme. Aber das sind Wunschvorstellungen. Wir wollen die Box nicht schlecht machen, denn ich bin echt begeistert. Ich freue mich echt schon auf die April-Box, ob die auch so gut ist. Weil dann könnte man wirklich über eine Reaktivierung sprechen. Das war's. Ich wünsche euch einen glossyhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.